Jeder schnappt sich einen Ball und wir gehen an die Grundlinie. Was wir machen, wir gehen einfach, während wir uns den Ball selbst einen Kontrollpass hochspielen, langsam zum Netz und rückwärts wieder zurück und das Ganze einfach zweimal. Also pritschen vorwärts und dann wieder rückwärts zurück. Okay. Gut. Zweimal das Ganze. Ohne, dass der Ball gefangen wird zwischendurch, wenn es geht. Und wenn ihr das zweimal habt, kurz den Ball selbst hochbaggern, haltet den Bagger den selbst hoch, bis dass die anderen durch sind. Okay, gut. Nächste Geschichte, wir machen zwei Kontrollpässe, rechten Fuß vorne. Dann spielen wir uns einen Meter nach vorne, laufen hinterher, rechten Fuß vorne, zwei Kontrollpässe. Rechter Fuß vorne, zwei Kontrollpässe, vorwärts zum Netz und auch vorwärts zurück. Das Ganze zweimal. Ja. Rechts dann vorne, sobald ihr steht. Direkt rechten Fuß leicht nach vorne, Beine leicht gebeugt, Ball vorne über der Stirn. Eine Abwechslung. Auch kurz den Ball hochbaggern ein paar Mal. Okay. Machen jetzt dasselbe, aber jetzt einbeinig. Das heißt, wir spielen zwei Kontrollpässe, spielen wir einen halben Meter nach vorne. Stehen auf dem rechten Bein jetzt nur, okay. Zwei Kontrollpässe, halben Meter nach vorne, machen links, rechts, wieder nur auf dem rechten Bein. Das heißt, jetzt bei dieser Bahn nur mit rechts und beim Zurück machen wir das Gleiche, dass wir immer nur auf links stehen. Geht jetzt darum, dass ihr früh richtig unter dem Ball steht. Nur dann kann es klappen, dass ihr da einbeinig den Ball zweimal hochspielen könnt. Mal zweimal hochspielen und dann gehen. Nächste Sache, wir gehen wieder einen Meter nach vorne, können wieder mit beiden Füßen spielen. Und was wir machen, wir spielen diesen einen Meter nach vorne, laufen und drehen uns dann so 45 Grad schief, okay? Machen wieder zwei Kontrollpässe, spielen aber trotzdem auf unserer gedachten Linie weiter vorwärts. Yeah.